Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Morgen, meine Damen und Herren. SPD-Chef und Bundeskanzler Schröder hat seine Partei klar hinter sich und seinen Reformkurs gebracht. Der Sonderparteitag in Berlin gab ihm mit großer Mehrheit Rückendeckung für seine Agenda 2010 und billigte damit die umstrittenen Einschnitte, etwa beim Arbeitslosen- und Krankengeld. Die Kritiker von der Partei Linken konnten sich nicht durchsetzen. Keiner hat ganz genau nachgezählt, doch aus der Sicht des Tagungspräsidenten war das Ergebnis dieser Abstimmung über die Agenda 2010 eine überwältigende Mehrheit. Für Gerhard Schröder eine große Erleichterung, über 90% der Delegierten waren dafür. Am Vormittag war der SPD-Vorsitzende ohne große Inszenierung in den Saal eingezogen, hemdsärmlich und offenbar kampfbereit. In seiner Rede mahnte er vor allem Realitätssinn an und verlangte Mut zur Wahrheit. Wir müssen den Mut zeigen, anzuerkennen, dass die Zahl der Arbeitslosen nicht nur aus konjunkturellen Gründen auf mehr als 4 Millionen angestiegen ist, sondern dass es dafür eben auch strukturelle Ursachen gibt. Ursachen, die wir erkennen müssen und die wir zu beseitigen haben. Der Kanzler verlangte von der Partei Geschlossenheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Diskussionen als Zerrissenheit und Zerstrittenheit und als Folge dessen als Handlungsunfähigkeit wahrgenommen werden. Viel Beifall gab es aber auch für massive Breitseiten der Schröder-Kritiker. Wir verlassen mit der Agenda 2010 in wesentlichen Punkten klare Aussagen unseres Wahlprogramms. Der frühere SPD-Vorsitzende hielt jedoch massiv dagegen. Wenn es welche gibt, die lieber in die Opposition gehen wollen, um die Verantwortung loszuwerden, dann sollen sie es bitte sagen. Und soll nicht herumreden. Von seinen Kritikern verlangt Schröder nun, das Ergebnis anzuerkennen. Im Ergebnis wird es so sein, dass all diejenigen, die diese Diskussion in besonderer Weise gewünscht haben, sich jetzt auch damit abfinden müssen, dass die Partei mir mit 90% zugestimmt hat und nicht denjenigen, die die Agenda kritisiert haben. Am Ende noch einmal demonstrativer Dank für die Altvorderen der SPD, die sich in Berlin besonders für Schröder in die Bresche geworfen haben. Die Staats- und Regierungschefs der 7 wichtigsten Industrieländer und Russlands wollen heute am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens im französischen Evian über Wege aus der Krise der Weltwirtschaft beraten. Weiteres Thema ist der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Den Auftakt des Treffens bildete eine Gesprächsrunde mit Vertretern ärmerer Staaten. Nach den USA hat auch Frankreich seine Finanzhilfe für die Bekämpfung von Krankheiten wie AIDS und Malaria aufgestockt. Als letzter traf heute Abend der deutsche Bundeskanzler am Genfer See ein. Nach den innenpolitischen Reformdiskussionen geht es jetzt auch für ihn um internationale Politik. Immerhin bürgt das Gastland Frankreich für einen gewohnt angenehmen Rahmen. Dass etliche Schwellen- und Entwicklungsländer diesmal mit am Tisch sitzen, das ist das Neue an diesem G8-Gipfel, der so zu einem über G20-Gipfel angeschwollen ist. Das Signal ist klar. Die reichen Industrieländer wollen den wirtschaftlichen Ausgleich mit den ärmeren Staaten. Eigentlich ein ureuropäisches Ideal und früher saß bei diesem Thema Amerika leicht auf der Anklagebank. Diesmal will Präsident Bush den Spieß umdrehen. Er will die amerikanischen Zuschüsse für den Weltgesundheitsfonds auf 1 Milliarde Dollar verdreifachen, falls die Europäer gleichziehen. Und der Gastgeber signalisierte dies. La France a totalement approuvé l'initiative américaine. Frankreich ist ganz und gar für diese amerikanische Initiative. Und wir sind dafür, dass die europäische Gemeinschaft gleichzieht und ebenfalls wie Amerika 1 Milliarde Dollar zur Verfügung stellt. Die zahlreichen Globalisierungsgegner hofft Chirac mit solchen Gesten zu überzeugen, dass sich die reichsten Länder des Planeten unter dem Kürzel G8 nicht für den Vorstand der Welt halten. Doch Zehntausende demonstrierten unbeeindruckt davon an der französisch-Schweizer Grenze gegen den Gipfel und gegen das Wohlstandsgefälle in der Welt. Diese Demonstration verlief friedlich, aber abseits an einer anderen Stelle lieferten sich einige Dutzend Jugendliche mit der Polizei eine Schlacht. In Evian wurde derweil Eintracht demonstriert, und zwar zwischen den ehemaligen Befürwortern und Gegnern des Irakkrieges. Ein Händedruck, der zeigen soll, dass man nicht zurück, sondern nach vorne schauen will.
US-Präsident Bush verlässt den G8-Gipfel am Nachmittag vorzeitig, um erstmals in den Nahen Osten zu reisen. In Ägypten kommt er zu Beratungen mit arabischen Spitzenpolitikern zusammen, die er für ein stärkeres Engagement im Friedensprozess gewinnen will. Für Mittwoch ist in Jordanien ein Dreiergipfel mit dem israelischen Ministerpräsidenten Sharon und dem palästinensischen Regierungschef Abbas geplant. In Berlin ist der bundesweit erste gemeinsame Kirchentag von Katholiken und Protestanten zu Ende gegangen. Etwa 200.000 Menschen versammelten sich zu einem ökumenischen Abschlussgottesdienst vor dem Reichstag. Auf der fünftägigen Veranstaltung war es neben zahlreichen politischen Debatten um das Zusammenwachsen der Kirchen gegangen. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Ökumene sei es gewesen, da sind sich die Gläubigen einig, auch die Kirchenoberen. Neben religiösen Themen spielten gesellschaftliche Probleme eine zentrale Rolle. Daher auch heute bei der Predigt noch einmal der Aufruf der beiden Kirchen gegen Fanatismus und Hass und zum schonenden Umgang mit den Ressourcen der Welt. Und dies gilt auch für den Umgang mit der Mangelware Arbeit in unserem Land und mit unserem Verhältnis zu den Arbeitslosen. Die Ehrfurcht vor Gott befreit vor dem Hochmut, wir seien die Herren der Welt. Zurück nach Hause. Die meisten Christen können den Streit um das gemeinsame Abendmahl, das abseits des Programms stattgefunden hatte, nicht verstehen. Für die offizielle katholische Kirche war es ein Verstoß, der den Gesamteindruck aber nicht trüben konnte. Im Tarifkonflikt um eine Arbeitszeitverkürzung in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie haben am Abend in Sachsen erste Streiks begonnen. Im Volkswagen-Motorenwerk in Chemnitz legten nach Angaben der IG Metall etwa 120 Beschäftigte der Nachtschicht die Arbeit nieder. Von Montag früh an soll in 7 weiteren Betrieben in Sachsen gestreikt werden. Außerdem beginnt der Arbeitskampf in der ostdeutschen Stahlindustrie. Die Gewerkschaft fordert eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit um 3 auf 35 Stunden. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Wolfsburg ein Testländerspiel gegen Kanada mit 4:1 gewonnen. So gemütlich, wie es auf den ersten Blick aussieht, war der Abend nicht für Rudi Völler. Denn sein Team tat sich gerade in der ersten Halbzeit schwer gegen die Kanadier, die nach rund 20 Minuten durch McKenna, der früher mal für Cottbus spielte, den Führungstreffer erzielten. Der Vize-Weltmeister zitterte bis kurz vor der Pause. Erst dann erlöste Ramelow die DFB-Auswahl mit dem Ausgleich. Insgesamt eine Partie, die wenig Aufschlüsse über das Leistungsvermögen in Sachen EM-Qualifikation gab. Schottlands Nationaltrainer Bertie Vogts musste nur wenig Notizen machen. Nach dem Wechsel wurde es dann wesentlich temperamentvoller. Freier, kurz zuvor erst eingewechselt, mit seinem ersten Treffer im Nationaltrikot. Die zweitklassigen Gäste bauten in der Folge deutlich ab. Die Gastgeber nutzten diese neuen Freiheiten. Bobic zum 3:1, der Neuberliner, krönte damit seine starke Leistung. Netter Randaspekt. Raus, 4:1 Endstandstreffer, gleichzeitig ein Abschiedsgeschenk an Wolfsburg, er wechselt ja zum FC Bayern. Ein letztlich nie gefährdeter Erfolg, der auch den Zuschauern in der VW Arena Spaß machte. Der Kolumbianer Juan Pablo Montoya hat dem BMW Williams den großen Preis von Monaco gewonnen. Zweiter wurde der Finne Kimi Räikkönen. Der Ferrari-Pilot Michael Schumacher wurde auf den 3. Platz verwiesen. Heftige Gewitterstürme und schwere Regenfälle haben im Norden Frankreichs Überschwemmungen ausgelöst. Weite Teile des Küstenortes Trouville in der Normandie wurden verwüstet. Autos wurden von den Fluten mitgerissen, Häuser stürzten ein, Bäume knickten um. In den Straßen stand das Wasser bis zu 1 Meter hoch. Eine Frau und ein Kind wurden verletzt, als die Fluten einen Erdrutsch auslösten. Zeitweise waren in Trouville 600 Feuerwehrleute im Einsatz. Und nun die Wettervorhersage für Montag, den 2. Juni. In der Nacht funkeln die Sterne über Deutschland. Am frühen Morgen trübt Nebel die Sicht, vor allem über den Flusstälern Süddeutschlands. Der Nebel wird aber rasch von der Sonne aufgelöst. Im Tagesverlauf bilden sich wieder Quellwolken, besonders im Westen und Süden. Dort sind gegen Abend auch einzelne Gewitter möglich. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Im Norden heute Nacht zum Teil nur 8, sonst 10 bis 15, am Oberrhein bis 18 Grad. Am Tag Temperaturen von 23 Grad an der Ostsee bis 32 Grad im Breisgau. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 3:40 Uhr.